Willkommen zurück zu Warcraft 3. Heute beginnen wir die wirklich letzte Kampagne, die quasi die Bonus-Kampagne ist, die Gründung von Durotar. Eine Kampagne, die, glaube ich, aus 3 Missionen besteht, aber halt teilweise echt mit einer ordentlichen Länge. Und, gucken wir mal, was daraus wird. Erster Akt. Zähmung eines Landes. In den Monaten nach der Schlacht beim Berg Hyjal führte Kriegshäuptling Swal die Horde zurück ins Brachland von Kalimdor. Endlich von generationenlanger dämonischer Verderbnis befreit, dürsteten die Orks danach, in Kalimdor eine neue Heimat für sich zu schaffen. Sie ließen sich in einen harschen, zerklüfteten Landstrich in der Nähe der Ostgrenze des Brachlandes nieder. Swal gab der neuen Nation den Namen Durotar. Zu Ehren seines heldenhaften Vaters. Viele Jahre wanderte ich allein, kleine Mischa. Doch zu Zeiten werde selbst ich dieser ewigen Einsamkeit überdrüssig. Ich habe die anderen Völker beobachtet. Ich habe ihre Zwiste, ihre Ruchlosigkeit gesehen. Ihre Kriege schaden dem Land nur und rotten alle wildlebenden Kreaturen aus. Nein. Man kann ihnen nicht trauen. Nur Tieren ist Arglist fremd. Ein Kampf. Komm, dir Bastarde. Kostet den Stahl von Mogrins Axt. Bleibt standhaft, Fremdling. Ihr seid nicht allein. Mogrin down. Verdammte Feiglinge. Euer Bauch wurde aufgeschlitzt. Ich vermag eure Schmerzen kaum zu lindern. Ich weiß. Dies wäre ein guter Tod, hätte ich nicht versagt. Versagt? Ich sollte meinem Häuptling im Tiefland eine wichtige Botschaft überbringen. Aber jetzt... Ich habe versagt. Ich verlor meine Ehre. Ich überbringe eure Botschaft, alter Mann. Für die Ehre werde ich eure Mission erfüllen. Akamagosh, Krieger, danke. Reist in die Stadt Orgrimma. Sucht Kriegshäuptling Sral. Sagt ihm... Mögen die Winde euch rasch zu euren Vorfahren tragen, Krieger. Wohlan, Mischa. Sieht so aus, als würden wir doch die Zivilisation sehen. Gehen wir. Gut, aber wir wissen nicht, was wir zu Fall sagen sollen. Ja, dir. Und ihr seht es schon richtig, wir spielen Rexa, dem Charakter, den man hin und wieder im WoW auch mal begegnet und so weiter und so fort. Wir gucken uns natürlich halt erstmal seine Sprüche an. Meine Beute naht. Jagt sie raus. Die Bestien gehorchen mir. Wo ich mein Haupt bette, ist mein Zuhause. Seht ihr diesen Stein? Das ist mein Kissen. Die Bestien um mich herum sind nichts im Vergleich mit der Bestie im Inneren. Ich beschwöre nun den dürren Tonotaurus. Ja. Ich beschwöre den... Bitte was? Was hast du beschworen? Wer stiert mich da an? Oh Mann, ich muss mich besser beherrschen. Oh. Befehlshaber herauskriegt. Oh. Pest und Ratten. Oh, das sind so Wortwitze. Ja, die könnten dem Old Gothic gefallen. Bin zur Spurensuche bereit. Okay. Und Mischa hat, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Nee, da kommt nicht so viel rum. Fähigkeiten haben wir. Mischa beschwören oder Stachelbestien. Beschwört eine wütende Stachelbestie mit Gedöns. Okay, wir können dann noch skillen. Sturmschlag machen wir später und Stampede. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Und Attributsbonus. Das kommt später auch nochmal. Sie hat Festhaut. Ja, wird schon. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo wir denn hier hin wollen. Das ist ein Auferstehungsstein. Wenn wir sterben sollten, landen wir halt hier.
Wenn ihr Held stirbt, wird er automatisch an einen Auferstehungsstein wie diesen wiederbelebt. Es gibt zwar viele Auferstehungssteine, doch keiner ist wie dieser. Jedoch kann immer nur einer aktiviert sein. Um ihn zu aktivieren, stellen wir uns halt daneben. Quests haben wir derzeit nur letzter Wunsch. Schauen wir mal, wie lange das denn so bleibt. So. Wie lange bleibt er? 70 Sekunden. Na dann. So. Wir kämpfen uns einfach mal hier durch. In der Hoffnung, irgendwo mal da zur Wahl zu kommen. Ob das klappt, abwarten. Finde gut, dass dieser Stacheleber hier wirklich auch die ganze Zeit Stacheln von sich schießt. Gang. Ist es Stacheleber? Stachelbestie. Entschuldigung. Ja, und im Prinzip ist quasi diese Bonuskampagne, also zumindest der erste Akt, ein sehr, 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 sehr grober Vorreiter von WoW tatsächlich. Das werden wir auch noch später merken, weil ne, wir laufen halt dann ständig von A nach B. Und sorgen eigentlich nur dafür, halt diverse Quests zu erledigen. Ne? Und zwischendurch hier zu farmen für Erfahrungspunkte und Gold und hast du nicht gesehen. Es hat eine sehr, 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 sehr frühe Form von WoW. WoW basiert ja auch auf der Engine von Warcraft 3. Ja, die ersten WoW-Builds wurden quasi in Warcraft 3 Engine quasi gebaut und die Engine ist auch heute noch in WoW verbaut, ist halt nur diverses erweitert worden und so was. Es ist schon faszinierend, was WoW inzwischen ist und was es mal war. Ihr seht aus wie ein Oger, Halbblut. Was habt ihr hier zu schaffen? Ich habe eine Botschaft für euren Häuptling. Ich bleibe nicht lang. Yeah, wir können da durch. Das ist die allererste Form von Orgrimmar. Whoop-ti-doo. Letzter Wunsch, erfolgreich abgeschlossen. So. Eine Kriegerstadt. So etwas habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Bleib dicht bei mir, Mischa. Verstaut die Vorräte fest und sicher. Wenn die Messerwinde wieder wehen, reißen sie diese Dächer weg. Ja, Kriegshäuptling. Einen Moment, Kriegshäuptling. Ich komme, um eine Botschaft zu überbringen. Wie kommt ihr an diese Botschaft? Wo ist Morgrin? Er fiel in der Wildnis. Sein letzter Wunsch war, dass ihr diese Botschaft erhaltet. Wer seid ihr, Krieger? Ich bin Rexar, der letzte Sohn der Mognatal. Mognatal. Ich habe Geschichten über euer Volk gehört. In seinen Adern fließt Ork- und Ogerblut. Es ist mir eine Ehre. Dieses Königreich. Durotar wurde für alle unserer Art geschaffen, Rexar. Durotar ist eure Heimat genau wie die meine. Bleibt ein bisschen hier. Nehmt unsere Gastfreundschaft an. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Vielleicht war ich zu lange in der Wildnis. Euer Angebot ist zu gütig, Srall. Doch ich muss meine eigene Last tragen. Zeigt mir nur, was zu tun ist, dann verdiene ich meinen Teil. Ich verstehe. Es ist anstrengend, eine Nation zu gründen. Viele hier könnten eure Hilfe gebrauchen. Redet einfach mit ihnen. Sie werden euch den Weg schon weisen. Dies ist Rokan vom Darkspear-Stamm. Er ist einer meiner besten Späher. Hey Mann, was läuft denn so? Hey Mann, hey! Okay. Den Lebensunterhalt verdienen, Gaslows Problem lösen, Drektars Aufgabe erledigen, Nazgrels Auftrag erledigen und zu zwei zurückkehren. Okay. Hier haben wir ein Lager. Da können wir halt Sachen lagern. Whoop-di-doo. Also halt ein bisschen Diablo-Style, ne? Wo du deine eigene Kiste hast zum Sachen ablegen. Ist ganz nett, kann man machen. So. Dich kann ich jetzt auch steuern. Hey, du bist so groovy, ey, Alter. Ja. Attribute-Skill mache ich halt erst als letztes. So, gucken wir uns auch mal seine Sprüche an. Ich habe einen echten Groove, Mann. Aber sowas von, Mann. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Aber sowas von. Ich höre euch, Mann. Don't worry. Be happy. Ich habe einen echten Groove, Mann. Hast du noch was? Da mache ich mich doch gleich auf die Socken. Leider war der Name Pinkspierstamm schon vergeben. Oh. Ich habe meinen Kopf verloren.
war etwa so groß. Ich hatte ihn auf meinem Speer. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn findet. Wenn hier nicht gleich Ruhe ist, dann zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt. Und wer das überlebt, darf dann im Zwergwerk schuften. Was soll denn der Spruch, was das für ein Akzent wäre? Das ist ein Trollakzent. Ach so. Jetzt trollt euch. Don't worry. Okay, damit haben wir die auch durch. Ich würde gerne irgendwie Misha heilen, aber ich glaube, dazu müsste ich einfach Misha neu beschwören, oder? Ja. Jagt sie raus. Okay. So, dann gucken wir mal, was die hier für tolle Aufgaben haben. Falls sie irgendwelche Aufgaben haben. Hier kann ich dann halt mal wieder auferstehen. Wuppdidu. Da haben wir eine Quest. Das ist direkt da. Noch nicht im Rollstuhl. Aber auf jeden Fall ein alter Ork. Dünn Dach. Ich habe Witterung aufgenommen. Ihr seid ein Mognatal. Ich bin Drektar. Was? Drektar? Kämpfte ich in Draenor an der Seite eurer Vorfahren. Nun denn, wenn ihr helfen wollt, habe ich eine einfache Aufgabe für euch. Ich habe einen speziellen Trank gebraut, der euren Kriegern im Kampf helfen wird. Mir fehlt allerdings eine wichtige Zutat. Ich brauche Schimmerkraut. Aber dieses seltene Gewächs findet man nur im Tal Donnergrat. Normalerweise würde ich selbst nach den Kräutern suchen. Aber die Donnerechsen, die dem Tal seinen Namen gaben, sind in letzter Zeit ziemlich feindselig. Wenn ihr mir 6 Büschel bringen könntet, würde ich euch fürstlich belohnen. Ja, und hier merkt man, das ist so eine ganz typische WoW-Quest einfach. Hier könnte ich halt auch noch Sachen kaufen. Für Gold könnte ich hier quasi Kraft erhöhen und all sowas. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne, und sowas hier als Einzelspielerspiel, ne, was ich halt irgendwie bei den Credits halt von der gestrigen Folge noch sagte, ne, irgendwie so ein alleinstehendes Spiel, das halt nochmal ein bisschen Story erzählt oder keine Ahnung, die halt Quests auch spannend erzählt. Sowas in dieser Form wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt gewesen. Gibt's wahrscheinlich schon als Mod oder sowas von der originalen WoW-Dingens. Aber, naja. Seid gegrüßt, Krieger. Ich bin Nazgrim, Captain der Leibwache des Kriegshäuptlings. Wir haben Probleme mit einheimischen Kreaturen, die unsere Grenzen angreifen. Vielleicht könnt ihr helfen. Die Harpien der nördlichen Vorgebirge plündern seit Wochen unsere Nachschubkarawanen. Wenn ihr deren Nest finden und ihren Beutezügen ein Ende machen könnt, sollt ihr eine Belohnung erhalten. Uiuiuiui. So, das war das. Und irgendwer hat auch noch eine Quest, ne? Da. Gaslow. Der ist Oberhaupt der Goblins. Ah, ein Neuling, hä? Ich bin Gaslow, der Chefingenieur hier. Doch genug von mir. Wir haben Arbeit für uns, Kumpel. Wisst ihr, meine Jungs und ich haben Tunnel unter der Stadt gegraben, um nach unterirdischen Brunnen zu suchen. Leider haben wir dabei eine Koboldhöhle angebohrt. Und jetzt wuselt dieser Rattenbrut Kantipa Kantapa durch unsere Tunnel. Ihr müsst euch meinen Jungs anschließen und diese Kobolde in ihr Loch zurücktreiben. Also, sucht einfach den Tunneleingang vor der Stadt. Meine Jungs sagen euch dann, was Sache ist. Okay, okay. So, die Frage ist, wo gehe ich denn hier zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen hier zuerst hin. Scheint irgendwie am nächsten dran zu sein. Oder vielleicht auch das hier. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. Die machen das schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Der war schon Level 3. Uiuiui. Den konnte ich sogar umhauen. Uiuiuiui. Ja, man könnte auch sagen, es ist ein Mix aus WoW und Diablo hier. Und halt Warcraft 3, weil du steuerst mehrere Einheiten. Und du musst nicht so den mega Aufwand betreiben, was hier Fähigkeiten angeht und so. Aber es ist ein Konzept, das durchaus funktionieren kann. Ja, wir müssen hier keine Basen aufbauen, kein gar nichts. Ja, was ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen deutlich geworden ist in der ganzen The Frozen Throne Erweiterung. Man hat sehr, sehr viele Missionen, wo du einfach abseits von Basenbau oder vom Standardbasenbau was anderes machen kannst und sollst. Was ja nicht so verkehrt ist, ne? Kann man machen. Ja, und hier ist halt auch ein bisschen so der Fokus auf Erkundung und Gedöns und so, ne? Und dann
Mach mal.